Oh Mann. Wo bin ich? Hä? Warte. Was? Ah! Nein! Was ist das? Das bin ich. Aber das bin auch ich. Hallo? Ey, du da! Steh auf! Mach, dass du aufstehst! Was ist mit mir passiert? Was ist das hier? Hä? Käsetoast? Oh, wie lieb! Irgendjemand hat mich mit Käsetoast begraben. Oh, das ist ja wirklich wunderbar. Außer, dass ich begraben wurde. Das ist nicht so klasse. Jetzt stecke ich hier unten fest. Leute, erstmal ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zu Minecraft. Und wir sind gerade geboren als Geist. Unser erstes Stündlein hat geschlagen sozusagen. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss irgendwie, kann ich vielleicht mit diesem kleinen Geist denn hier irgendwas machen oder so? Hä? Da musst du doch rausgehen. Was? Hä? Izzy von der Cheesy. Sie liebte Käse und er liebte sie. Ja, das ist wahr. Das ist ein schöner Spruch. Warte mal. Hä? Da hinten ist eine Melone. Guck mal. Eine Melone. Warte. Ich kannte mal eine Melone. Sie hieß Chaosflo 44. Flo? Hallo? Hi. Warte, warst du auch... Bist du auch tot? Hier bin ich. Oh nein, hast du schon wieder zu viel Melonen gegessen? Oh nein, zu viele Schnitzel. Oh, was machen wir denn jetzt? Guck mal, man hat dir eine Melone aufs Grab gemacht statt einer Blume. Wenigstens was. Ich war eine tapfere Melone. Wir haben sie Käse reingemacht. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe Käse im Grab gehabt. Hier ist jemand. Oh, hallo? Warte. Die sind ja alle so weiß. Außer der da hinten, guck mal. Der hier hat eine Farbe. Willkommen in der Geisterwelt. Neulinge. Geisterwelt? Hier kommen alle neuen Geister hin. Flo, wir sind in der Geisterwelt. Das heißt, unser Leben ist zu Ende und unser Leben als Geister hat begonnen. Eure Seele ist hier gefangen, bis sie ewigen Frieden gefunden hat. Er ist so ein Halbgeist oder sowas. Meinst du, er betreut hier alle Geister? Es gibt sicher einiges, das ihr noch regeln möchtet, bevor ihr für immer von hier verschwindet. Gibt es noch so einige Sachen? Okay. Sobald ihr alles erledigt habt, kommt zu mir zurück. Okay. Flo, ich hab... Warte, ich glaube, ich kann noch trinken. Die Mikrowelle auszumachen. Und läuft nein, es durch? Ich kann nichts trinken. Es fließt mal raus. Es läuft einfach unten durch. Oh, Flo, du hast dir die Hosen nass gemacht. Er ist so ein Halbgeist, wirklich. Ich glaube, der betreut alle Geister. Der ist so halb Mensch, halb Geist oder sowas. So, warte mal. Wir sind jetzt Geister? Und guck mal, wir haben Geisterfähigkeiten. Was machst du? Ich dachte gerade, du könntest fliegen. Ey, das wäre voll cool, wenn wir fliegen könnten, oder? Wow! Wir können fliegen? Wie hast du das gemacht? Warte. Ich weiß für die Geisterfähigkeit. Wir können fliegen! Pass auf, pass auf. Yes, als ob! Oh mein Gott, wie cool! Ja, nice! Aber Flo, wo müssen wir denn hin? Ich weiß gar nicht. Ich würde gerne... Was macht man so, Geist? Ne, ich weiß nicht. Wir müssen noch die Sachen erledigen, die wir im Menschleben nicht geschafft haben. Ich habe zum Beispiel vergessen, meinen Hund zu füttern heute Morgen. Weißt du, wir können kurz meinen Hund füttern gehen? Stimmt. Ich weiß aber nicht den Weg. Warte, wie finde ich denn jetzt den Weg? Hä? Hör, was war das? Guck mal. Was ist das hier? Das führt hier irgendwo lang. Hä, wirklich? Warte, ich sehe nichts. Meinst du, das führt uns vielleicht zu meinem Hund? Ich glaube, es ist ein Geistessinn. Guck mal. Hier geht's lang? Ja, das ist so ein magischer Ordnungssinn. Da vorne ist das Haus. Warte, wo bist du jetzt schon wieder? Bist du schon wieder irgendwo aufgeschaut oder was? Guck mal, hier ist mein Hund. Und Hundefutter müsste hier drin sein. Warte, sehen. Warte, ich kann die Tür nicht öffnen. Warte, lass mich mal, komm her. Die Tür geht nicht auf. Wir können als Geister keine Türen öffnen. Warte mal. Moment mal. Wow. Ich brauche als Geist keine Tür öffnen. Du musst einfach durch die Wand durch. Wow. Nein. Ja. Richtig cool. Ich bin in meinem eigenen Haus als Geist. So, warte mal. Ich glaube, irgendwo hier müsste das Hundefutter sein. Mal gucken, wo ich das habe. Hier vorne Hundefutter. Okay, ich glaube, so zwei Stück reichen. Ich meine, mein Hund ja auch nicht überfüttern. Wo kam denn das her? Ja, shit. Weißt du, ob Hunde Geister sehen können? Könnt ihr die vielleicht... Lass ausprobieren. Ja, lass mal gucken. Okay, warte. Hier vorne Spaghetti. Hier habe ich für dich was zu essen. Oh, der ist ganz traurig, weil er nur einen kleinen Knochen hat. Spaghetti, hier bin ich. Hi, guck mal, ich habe Hundefutter dabei. Willst du ein bisschen?
Hier. Das sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Spaghetti, ist alles in Ordnung? Nein! Nein! Nein, er hat Angst vor uns, Flo! Und wir wirfst ihn auch rennen. Spaghetti, ich hab da noch Hundefutter für dich! Okay, ich glaube, wir gehen lieber weg, dann isst er das vielleicht auch. Ich glaube, das haben wir erledigt. Flo, was musst du noch erledigen? Komm mit hier. Ich glaube, irgendwo hier war es, oder? Was hast du denn jetzt vor? Sag's doch endlich! Hier sind sie! Okay, easy, wir müssen die Melonen gießen. Die verdursten sonst. Die haben doch richtig viel Wasser. Naja, aber nicht mehr lang. Na gut, das sind Wassermelonen, die brauchen sehr viel Wasser, oder? Ja, wir müssen Melonen gießen. Das ist deine Farm hier? Yes! Hier ist meine Kürbiskerne? Du pflanzt Kürbisse an, Flo? Oh! Ja, das hätte ich ja jetzt okay. Wirklich nicht hören. Hör mir zu. Okay. Das hier sind die führe ich ab zum, wie nenne ich das? Das Kürbisvernichtungsgerät. Was? Oh. Ja. Die armen kleinen Kerne. Die werden nicht angepflanzt. Die armen kleinen Kürbiskerne. Das macht mich sehr traurig. Was, hier sind Melonenkerne. Okay, ich hab's verstanden, glaube ich. Vorne ist ein Traktor. Das heißt, was machen wir jetzt? Hier ist Knochenmehl. Genau. Wir müssen denen helfen zu wachsen. Okay, alles klar. Wir bringen jetzt Melonen zum Wachsen. Und das... Meinst du wirklich, das ist so die Sache, mit der du ewigen Frieden findest? Richtig. Indem du... Also das hat dir gefehlt im Leben. Ich helfe meine Art. Weißt du, ich kümmere mich um meinen Hund und du kümmerst dich um deine Melonen hier. Okay. Mein Volk braucht mich. Dein Volk? Was ist daran denn ein Volk? Das sind einfach nur Pflanzen. Das ist mein Volk. Nein, Lisa, es sind mehr als nur das. Es sind Blumen, Flo. Die haben auch Gefühle. Mann. Ja, okay. Blumen haben auch Gefühle, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ja gut, dann wollen wir dir mal helfen hier. Ich kann noch ein paar anpflanzen. Manche sind hier noch nicht gepflanzt und manche sind schon gepflanzt. Und was ist das hier? Geht's denen gut? Machst du doch richtig? Sind das Schnecken? Aua! Nein, nicht die Schnecken! Easy. Nein, was ist das? Das sind die Schnecken, das sind die Schnecken. Nein, oh mein Gott! Was machen die? Flo? Oh nein, wir müssen die abhalten. Ich glaube, die wollen deine Melonen fressen. Ah! Oh mein Gott, sie greift mich an! Flo, die Riesenschnecke! Ah! Oh mein Gott! Oh nein! Nein! Was machen wir? Ich hab die Mund wieder. Geisterangriff! Warte, was? Das ist ja nur ein Licht. Kann ich irgendwas Cooles? Aua! Hör doch mal auf! Oh mein Gott. Geht weg von meinen Melonen! Weg von meinen Melonen! Was ist das? Das ist hier die Mama-Schnecke! Da ist der Dicke! Oh mein Gott, nein, Flo, bitte, ich möchte nicht sterben! Was passiert, wenn man als Geist stirbt? Lass uns schnell weg von hier! Oh nein! Weißt du, was ich schon immer mal machen wollte? Was ich aber mich nie getraut habe, als ich gelebt habe? Mich bei den Killern zu rächen. Weil die haben mir schon so viel Leid angetan in meinem Leben. Ein Wunder, dass ich nicht durch die gestorben bin. Wobei, ich weiß gar nicht. Sehen die uns eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube, die sehen uns nicht. Das können wir austesten. Da ist der Killerhund. Wenn der uns sieht, weil er ist richtig aggressiv. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat nicht so eine gute Nase. Okay, lass schnell rein. Weil Spaghetti hat uns auch gesehen. Weißt du das? Ich habe Wasser. Ich habe auch Wasser. Dusche? Weiß nicht. Oh, hier ist die Killerin. Okay. Hätte sie uns eh nicht, oder doch? Ich weiß es nicht. Sei lieber vorsichtig. Ich gehe mal nach oben schauen, ob wir irgendwo... Hier ist die Tür auf. Das ist Killerbaby. Guck mal hier vorne. Wir können ihm alle Windeln klauen. Ah, zack. Okay, komm schnell. Okay. Warte, da ist Jeff, der Killer. Hier, Flo. Was können wir tun, um ihn zu ärgern? Du hast ihm gerade die Dusche ausgemacht! Du hast ihm die Dusche ausgemacht! Oh mein Gott. Warte, was? Jeff! Du hast oben schon wieder das Fenster aufgelassen und ich wäre fast rausgeweht! Was? Warte, was? Wieso rausgeweht? Warte. Wen haben wir denn da? Flo? Was? Das ist der Opa-Killer! Der ist gestorben, scheinbar! Wow, oh mein Gott! Er ist auch ein Geist! Schnell weg hier! Irgendwie zeigt es hier in diese Richtung. Ich frag mich, was da ist. Irgendwas, was ich noch erledigen muss, aber ich weiß nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Ich dachte, ich hätte jetzt wirklich schon alles geschafft. Warst du schon duschen? Warst du schon einkaufen? Warst du schon, Offenbar war ich noch nicht im Easy-Mars-Punkt-Shop und hab mir das brandneue Baby-Schinken-Design geholt. Oh Mann, Flo, wie konnte ich das nur vergessen? Aber weißt du, wenn ich das jetzt sofort mache, dann werde ich hoffentlich meinen ewigen Frieden finden. Oh Mann, ja, ich bin wirklich froh, dass ich das noch erledigt habe. Aber ich glaube, wir sind jetzt fertig, oder Flo? Haben wir alles gemacht, was wir machen sollten so im Leben?
Naja, also ich glaube, mit der Melone habe ich dich gerettet, aber. Ah, egal. Ja, komm, aber das kannst du auch nicht machen. Okay. Wir gucken mal, ob wir jetzt unseren ewigen Frieden finden können, weil das ist ja der Tod eines Geistes. Wir wurden geboren, als wir gestorben sind und wir sterben. Ich bin schon müde. Irgendwie so jetzt, keine Ahnung. Das sieht irgendwie aus wie der Killer-Opa, oder? Guck mal. Die haben schon so eine kleine Ähnlichkeit, ja, wahrscheinlich. Habt ihr alles erledigt? Dann seid ihr bereit, in den Himmel aufzusteigen. Flo? Wir können es in den Himmel Zeit. Aufsteigen. Unsere Zeit ist gekommen. Wie sie hier. Sie schwebt irgendwie dazwischen. Ja, unsere Zeit ist gekommen. Lass mal einen guten Spot suchen. Ich will nicht mit der Zwischenwelt sein. Hier vielleicht. Hier kann ich aufsteigen. Oh, ich bin direkt neben deinem Grab. Okay, Flo, es ist Zeit. Wir können in den Himmel aufsteigen. Oh, yeah. Flo? Hallo? Hä? Warte, was? Hallo? Flo? Wo bin ich? Was ist denn? Nein, jetzt steige ich allein in den Himmel auf. Flo wurde wiederbelebt. Leute, das war's hier mit unserer Folge von Minecraft. Geburt bis Tod eines Geistes. Ja, es gibt scheinbar zwei Arten, wie ein Geist sterben kann. Flo durfte jetzt einfach weiterleben. Naja, was soll's. Ja, Leute, schaut unbedingt im EasyMouse.shop vorbei. Da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr cooles, neues Design und natürlich auch eine Menge andere coole Designs. Also gerne reinschauen. Vor allem jetzt für den Winter findet ihr natürlich auch sehr, sehr cute Hoodies. Und genau. Wir sehen uns dann. Schaut bei Flo vorbei. Bis dahin, euch allen einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!